Wenn du heute viele Aufgaben zu erledigen hast, nimm dir eine Minute Zeit, um die gefürchtetste und wichtigste auszuwählen. Es ist diejenige, die am meisten Energie und Fokus benötigt. Betrachte sie als Frosch, den du heute essen musst. Erledige sie gleich als erstes am Morgen. Wenn du damit fertig bist, wirst du dich inspiriert, frei und produktiver fühlen, um die anderen Aufgaben zu erledigen. Ein 60-sekündiges superintensives Workout kann genauso effektiv sein wie ein 45-minütiges moderates Training. Du kannst Hampelmänner, Liegestütze, Bauchpressen, Kniebeugen, Planke, Ausfallschritte oder den Schritt auf einen Stuhl machen. Wähle einfach eine Übung für jeden Tag der Woche und nimm dir eine Minute Zeit dafür. Steh auf einem Bein, wenn du dir morgens die Zähne putzt, und auf dem anderen am Abend. Das ist eine tolle Möglichkeit, deine Rumpfmuskulatur zu trainieren und auch deinen Gleichgewichtssinn. So bekommst du eine bessere Haltung. Du kannst die Challenge noch anspruchsvoller gestalten, wenn du beim Balancieren die Augen schließt. Wenn du lange genug auf einem Bein stehen kannst, ist das ein Zeichen dafür, dass dein Gehirn gesund ist. Mach ein paar Kniebeugen direkt im Badezimmer jedes Mal, nachdem du dir die Zähne geputzt hast. Selbst 10 Kniebeugen am Tag summieren sich und machen dich flexibler und ausgeglichener und stärken deine Knochen und Gelenke. Mach morgens immer dein Bett, auch wenn du in Eile bist. Es gibt dir das gute Gefühl, etwas geschafft zu haben, und stimmt den richtigen Ton für den Tag an. Du wirst mehr Aufgaben erledigen, wenn du mit dieser Kleinigkeit beginnst. Es hebt auch deine Stimmung, wenn du dich um dich und dein Zuhause kümmerst und es aufgeräumt hältst. Setz dich mit geschlossenen Augen hin. Zähle bis 15 beim Atmen. Versuche an nichts zu denken. Diese einminütige Meditation auf täglicher Basis beruhigt deinen Geist und hilft dir dabei, dich zu entspannen und mit dem, was in deinem Leben so passiert, in Einklang zu kommen. Du wirst so auch besser deine Intuition hören und positive Veränderungen geschehen lassen. Mach es dir zur Gewohnheit, die 20-20-20-Regel zu befolgen. Alle 20 Minuten wendest du deine Augen für 20 Sekunden vom Computerbildschirm ab und starrst auf etwas, das ungefähr 20 Fuß, also etwa 6 Meter entfernt ist. So reduzierst du die Belastung für deine Augen. Du kannst auch aufstehen und dich dabei bewegen, um dich wacher und produktiver zu machen. Deine Zähne brauchen regelmäßige Pflege mit Zahnseide und müssen auch regelmäßig geputzt werden. Wickle etwas Zahnseide mit deinen Zeigefinger. Benutze deine Daumen für die oberen Zähne und deine Mittelfinger für die unteren. Fahre mit der Zahnseide an den Wänden deiner Zähne auf und ab, um Plaque und Bakterien loszuwerden. Lerne jeden Tag ein neues Wort, um dein Gedächtnis zu stärken. Es gibt viele Apps, mit denen du das machen kannst. Es funktioniert am besten, wenn du die Bedeutung des Wortes, die Ursprungssprache und den Wortstamm lernst. Verwende es in einem Satz, lese es laut vor und zeichne es, um mehr Sinne anzusprechen und so Verbindungen in deinem Gehirn zu schaffen. Nimm dir eine Minute Zeit, um deine sozialen Netzwerke zu überprüfen. Entfollowe nutzlosen Accounts und Blogs, die du am meisten liest. Sieh nach, ob es Leute gibt, die dich demotivieren, und beschränke ihre Präsenz in deinem Newsfeed. Oder entferne sie ganz. Dein Online-Umfeld füttert dein Offline-Leben und deine Stimmung in hohem Maße, also konsumiere nur gute, gesunde und unterstützende Inhalte. Versuche Nein zu sagen, mindestens bei einer Sache am Tag, auf die du keine Lust hast. Du hast nur eine begrenzte Menge an Energie für den Tag, also investiere sie in etwas, das dir wichtig ist. Das hilft auch, deine Grenzen zu setzen. Wenn Menschen sie kennen, werden sie sie eher respektieren. Wenn du zu viel Zeit am Bürotisch verbringst, gönn deinem Körper danach eine einfache Übung. Leg dich auf den Rücken quer über das Bett. Lass deinen Kopf, deinen Nacken und deine Arme eine Minute lang vom Bett hängen. Das verbessert deine Haltung und schenkt dir Energie, verbessert die Durchblutung, macht dich flexibler, reduziert Stress und Schmerzen im unteren Rücken. Wenn du Probleme beim Einschlafen hast, versuche die einminütige 4-7-8-Methode. Setz dich bequem hin und leere die Lungen. Atme dann 4 Sekunden lang durch die Nase ein, halte den Atem 7 Sekunden lang an und atme 8 Sekunden lang durch den Mund aus. Wiederhole diesen Zyklus 3-mal. Lerne, richtig auf der Couch zu sitzen. Stell deine Füße fest auf den Boden und lehne dich an die Couch oder stütze deinen Rücken mit einigen Kissen. Lass keine Lücken, das schwächt deine Rückenmuskulatur. Dein Kopf muss in einer Linie mit den Schultern und der Wirbelsäule sein und deine Hüften in einer neutralen Position. Löse jeden Tag ein Rätsel. Du kannst einen Haufen Brain-Teaser-Videos oder Rätsel-Webseiten finden, um deine Problemlösungsfähigkeiten zu trainieren und deinen IQ zu verbessern.
Rätsel helfen deinem Gehirn auch, mehr Dopamin zu produzieren. Das ist gut für deine Stimmung, dein Gedächtnis und deine Konzentration. Du könntest auch versuchen, ein Rätsel zusammen mit jemandem zu lösen, um deine Kooperationsfähigkeiten zu trainieren. Trink ein Glas Wasser, wann immer du hungrig wirst. Statt Hunger könntest du nämlich einfach nur Durst haben. Wenn du danach immer noch Hunger hast, wirst du dich nicht überfressen und dich schneller satt fühlen. Eiskaltes Wasser funktioniert sogar noch besser. Wenn du davon träumst, ein Buch zu schreiben, einen Blog zu starten oder einen Businessplan zu erstellen, gib dir eine Minute Zeit, dich hinzusetzen und nur einen Satz aufzuschreiben. Wenn du dir angewöhnst, jeden Tag einen Satz zu schreiben, wird daraus mehr und mehr ein müheloses Schreiben. Anders gesagt, eine Gewohnheit. Du checkst dein Handy ungefähr 52 Mal am Tag, vertrau mir. Trainiere dir an, immer einen tiefen Atemzug zu nehmen, bevor du es tust. Während du einatmest, denk darüber nach, warum und ob du dein Handy jetzt nehmen musst. Diese Verzögerung kann dir helfen, das Gadget nicht mehr so oft in die Hand zu nehmen. Trainiere dich, jeden Tag Sonnencreme aufzutragen, auch bei kaltem und bewölktem Wetter. Die UV-Strahlen sind auch zu diesen Zeiten aktiv. Finde eine Creme mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 15 und nutze eine Minute, um deine Haut vor dem Altern zu schützen und ihren natürlichen, gesunden Ton zu erhalten. Stell dir einen Timer, um jede Stunde aufzustehen und dich zu strecken, wenn du am Schreibtisch sitzt. Streck dich über den Kopf, geh auf die Zehenspitzen und rolle deine Schultern für eine kleine geistige und körperliche Pause, die du dir auch verdient hast. Führe ein Tagebuch, schreibe ein inspirierendes Zitat auf, das du online gefunden hast, beantworte eine tiefgründige Frage, die dir plötzlich in den Sinn kam, beschreibe ein Ziel, das du unbedingt erreichen willst. Du kannst auch über etwas Kleines, aber Wichtiges schreiben, das an diesem Tag passiert ist, um später darauf zurückblicken zu können. Hinterlass jemandem eine Dankeskarte. Es könnte eine Nachricht an jemanden sein, der dich heute inspiriert hat oder dir etwas gegeben hat, was du zu schätzen weißt. Dankbar zu sein ist gut für dein Gehirn. Selbst Monate nach dem Schreiben einer Danksagung ist dein Gehirn immer noch so verdrahtet, dass es sich super dankbar fühlt. Dadurch fühlst du dich besser und glücklicher. Gewöhne dir an, dein Auto so weit wie möglich von deiner Haustür wegzuparken. Wenn du einen Bürojob hast, ist selbst diese eine zusätzliche Minute zu Fuß super gut für deine Gesundheit und reduziert den Stress und die Belastung für deine Muskeln und Gelenke. Nimm dir 60 Sekunden Zeit, um bei deinen Nachbarn vorbeizuschauen und mit ihnen zu reden. Du kannst mit einem einfachen Hallo beginnen und sehen, wohin es führt. So trägst du dazu bei, eine freundliche Gemeinschaft zu schaffen. Wenn du oder sie das nächste Mal etwas brauchen, wisst ihr alle, zu wem ihr gehen könnt. Finde etwas, das du spenden oder verkaufen kannst. Wenn du etwas seit über einem Jahr nicht mehr benutzt hast, wirst du es wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Wenn du dich von nutzlosen Dingen und Papieren trennst, wirst du weniger Zeit damit verbringen, nach Sachen zu suchen, die du brauchst. Außerdem hast du dann weniger zu putzen. Und du kannst eine gute Sache unterstützen. Auch wenn du nicht der gesprächigste Typ bist, knüpfe neue Kontakte. Es könnte ein neuer Freund sein oder eine geschäftliche Verbindung, die dich supportet oder dich inspiriert. Wenn du mit den richtigen Gleichgesinnten sprichst, bekommst du vielleicht plötzlich eine unerwartete Lösung für ein Problem, das du schon ewig vor dir herschiebst. Bereite dich auf den nächsten Tag vor, bevor du ins Bett gehst. Mach eine To-Do-Liste, such Kleidung raus, die du tragen wirst und pack alles, was du brauchst, in deine Tasche. So sparst du Zeit am Morgen und hast Ruhe. Leg dein Handy so weit wie möglich von deinem Bett weg, denn so wirst du deinen Wecker am nächsten Morgen nicht einfach auf Schlummern schalten. Wenn du aufstehen musst, um ihn zum Schweigen zu bringen, wirst du dich an die Dinge erinnern, die du in den nächsten Stunden zu erledigen hast, und du wirst nicht mehr ins Bett zurückgehen wollen. Peppe die Dinge ein bisschen auf. Wenn du immer an ein und demselben Ort zu Mittag isst, entscheide dich mal für ein neues Restaurant. Probiere ein neues Gericht aus. Sei nett zu einer Person, mit der du dich normalerweise nicht verstehst. Nimm die Treppe statt des Fahrstuhls. Sag ja zu etwas Spontanem. All diese kleinen Dinge werden dich trainieren, auch mal deine Komfortzone zu verlassen. Und in Zukunft, bei größeren Problemen, wird es dann einfacher für dich sein.